Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.de VR. Heute zocken wir Not for Broadcast auf der Quest 2. Und das ist ein ziemlich verrücktes Spiel. Wir sind quasi in einem Aufnahmestudio und müssen die Live-Sendung selber schalten. Also die Kameras schalten, Mikrofone und Werbeeinblendungen und so. Da können wir allerhand völlig verrücktes Zeug machen. Das werde ich euch in diesem Video mal zeigen. Vielen Dank an meine Sponsoren Woodcross VR, Aufnahmen Events, Virtual Escape, Slim Beats und Aeroflight FS Flight Simulator. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de. So Leute, willkommen im Studio. Ja, wir sind hier der Übertragungskoordinator und wir haben hier verschiedene Dinger. Hier können wir Werbung einspielen, hier können wir die Tonspur richtig halten. Hier ist Strom, hier können wir die Mikrofone hoch und runter schalten, zensieren und das hier ist das Wichtigste, da können wir zwischen den Kameras umschalten. Das ist das Live-Bild, das ist kurz vorher das, was wir steuern können und hier ist die Werbekassetten und hier können wir noch die Mikrofone an- und ausmachen. Ja, und wir machen mal weiter. So, das sehen die Leute gerade, das ist die Werbung noch. Und jetzt haben wir auf Kamera 1 geschaltet. So. Und jetzt können wir... Und jetzt können wir die Frau zeigen. Aber wir können zum Beispiel auch einfach jetzt den Typ hier zeigen. Excited to be joined today by none other than Lawrence Blunderclatch. Thank you so much for coming on. Oh my dear, I do hope you believe me when I tell you. Das ist für ein Vogel. So, jetzt machen wir die Kamera. Nee, komm, wir nehmen den. Übrigens ist das unsere Zuschaueranzahl. Wow, what was that like? Da oben. Well, as I said to Peter at the RAC. Give us a look at Megan's reaction. Director, do you know him? He's a wonderful chap. He really is. I've worked with him on several movies all the time. No, all right then. I said to Peter, "What a wild ride this has been." And you know what, Megan? I really meant that. Wow, that is fantastic. Jetzt nehmen wir wieder die. Also wir können hier mal gerade sehen, was da live passiert. Get back to who's talking. A scientist. Was that a challenge at all? What exactly are you implying? But seriously, yes, you're right. Es ist ganz schön anstrengend, sowas zu machen, ne? From my last starring role, Rockman in Bullet Man. Bullet Man. Get on the speaker, mate. Remember that that was a true story. One soldier's fight for a love of course. A love of course. I think it's great. Also wir können die beiden Speaker dann einschalten. Jetzt nehmen wir das. Am besten hören wir uns das an. I'm afraid. Das ist irgendwie total bekloppt, oder? Oh, hier ist die Werbung. Ja, ist ja gut. I suppose in the end I do it for the difference it makes. I do it for the people that I inspire. The little people. But most of all, I think I do it for the positive change that I can bring about in the world. Was ein Quatsch! Today, of course, we're in for some real change, it looks like, in the coming few months. What do you make of this historic election result? Oh, well. So. Historic election result in. Das ist irgendwie total witzig, oder? Difficult, isn't it? Very difficult. Also ich fühle mich wirklich so, als wenn ich das jetzt hier steuere, ne? Gives a reaction shot. That one should always strive to not fuck things up. Shit, he swore. Oh, well done.
Don't worry, you won't do it again. She did it again. Okay, don't panic. I'll explain how to deal with swearing at the break. Hey, was hat die gemacht? Right, I swapped the shot of Jeremy on screen one for a VT of the movie clip. You'll get a countdown on the screen, but I'll just let Megan cue you in. Ah, jetzt müssen wir gleich auf 1 wieder schalten. Exciting stuff. Let's take a look. Hä? Ah. Nee, komm, wir zeigen das jetzt. Nee, hier, das. Oh, was? Scheiße, ich hab nicht aufgepasst. Oh, shit. Ja, ist ja gut. Oh, Kacke. Oh, Scheiße. Ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt. Das ist aber auch echt verrückt, oder? Aber du kannst da einen Scheiß machen, ey. Du kannst einfach irgendeinen Mumpitz einspielen, wo die Frau sich gerade noch schminkt oder irgend so einen Scheiß. Also, ich weiß aber nicht. Ich find's ja ein bisschen unrealistisch, dass die Zuschauer dann abschalten. Gerade da würde ich doch dann anschalten, wenn ich irgendwas Schwachsinniges sehe, oder? Wenn, sowas sieht man ja auch nicht jeden Tag, wenn die Leute sich da irgendwie schminken oder noch irgendwelche lästern oder sonst irgendwas, ne? Kann man das nicht ausmachen wieder? Nee, das machen wir jetzt nicht nochmal. Warte, ich zeige euch mal das Hauptmenü. Was man da alles machen kann. Dim, 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 dim. Na komm schon. Ja, die Ladezeiten sind teilweise schon echt nervig, vor allem weil man muss auch sich jedes Mal diese Intro-Sequenz angucken und so. So. Wir können jetzt hier auf Spielen gehen. Haben wir halt das, was wir gerade gemacht haben, können wir ja fortsetzen. Und hier können wir halt den Story-Modus machen. Geschichte ohne Hektik. Mechaniken der Nichtübertragung sind aktiviert. Zuschauer sind nachsichtig. Weniger herausfordernd. Empfohlen, Showrunner, Benutzer definiert. So, und hier ist halt die Schwierigkeit, ja. Und ja, da gehst du halt am besten in den Story-Modus. Das kannst du halt hier einstellen. Und ja, ich würde jetzt tatsächlich lieber mit dem Story-Modus dann weitermachen, ne? Weil das halt einfach wesentlich einfacher ist. Und das hier ist halt nervig, du musst dir immer hier diese Sachen anschauen. Jetzt kommt nämlich dann Not for Broadcast. Also ich finde es eigentlich ganz cool gemacht, oder? Dass du da halt so rumspielen kannst und so. Ja, und jetzt kommst du halt wieder in das Studio rein und fängst dann von vorne an mit geringerem Schwierigkeitsgrad. Also ich finde, es ist halt schon ziemlich hektisch, kann das ausarten, ne? Wenn du da wirklich hier links und rechts swappen musst, dann musst du noch auf die anderen Sachen achten und so, dann ist das halt tatsächlich ziemlich stressig. Und deswegen, also ich würde fürs erste Mal im Story-Modus zocken. Ja, und du kriegst halt hier immer die Anweisung von dem Telefon. Ja, der sagt jetzt halt, wir sollten eigentlich hier aufräumen, aber wir sollen jetzt noch schnell die Nachrichten übernehmen. Ja, und jetzt erklärt er das halt alles nochmal, ne? Und das haben wir dann auf geringerem Schwierigkeitsgrad. Ja, ich finde das eigentlich ganz cool, Leute, oder? Mir macht das Bock. Und ja, da kannst du natürlich, du musst halt schon ein bisschen Bock auf Englisch haben, weil die Sprache ist halt Englisch und alles. Aber sonst
Finde ich das ganz cool. Ja, ich werde noch ein bisschen auf meinem englischen Kanal rumprobieren. Und wenn ihr das wollt, checkt meinen Link in der Beschreibung. Ja, wir gehen mal zurück ins Studio und dann reden wir mal darüber. Ja, Leute, Not for Broadcast. Das ist schon sehr, sehr spaßig. Also für viele wird das natürlich schwierig sein, weil das ist halt alles auf Englisch, ja. Klar habt ihr deutsche Texte und so, aber das ist ja auch der Spaß an der Sache, den Leuten dazu zu hören, was die sagen und so. Und dann diese kleinen Untertitel lesen, weiß ich nicht. Also wenn ihr der englischen Sprache relativ gut mächtig seid, ist das toll, weil man kann so eine Scheiße da machen. Ne? Du kannst dann wirklich irgendeinen Mumpitz da einspielen und so und das im Live-TV dann zeigen. Und die Idee finde ich eigentlich ganz cool, ne? Was du da alles machen kannst. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao. Voodoo.de